Weil wie gesagt, Essen läuft ja wie gesagt ganz gut. Es ist einfach nur trinken. Eine tote Schildkröte würde uns da jetzt ziemlich geil helfen. Ich glaube auch ein Topf, ne? So ein Topf könnte auch regeln. Nee, sprinten will ich nicht. So, da haben wir die Yacht. So, und jetzt dürften hier gleich noch ein paar Koffer sein, ne? Ich hoffe aber auch, dass wir hier auch in Ruhe gelassen werden von diesen Monster-Menschen. Zum Glück sind die Möwen meine Freunde. Komm schon, irgendwas zu essen oder so. Nie, gar nichts. Vom Berg auf der anderen Seite war ja ein Lager, ne? Ja, nicht sprinten, ich darf nicht sprinten. Wir haben hier nichts, können wir das vielleicht trinken? Weil dann haben wir, geht die Energie runter. Okay. Okay. Egal, wir erkunden noch ein bisschen. Vielleicht finden wir ja wirklich irgendetwas Gutes, was wir wirklich brauchen. Oh, hier war doch mal irgendetwas. So ein Zelt oder so war hier mal, ne? Ah, da unten steht's. Vielleicht war da ja irgendwas Besonderes. Na, dich konnte ich mitnehmen, ne? Ja, klar, die ganzen Sodaflaschen leer getrunken oder was? Ego ist. Oh. Oh, da können wir auch speichern. Ah, hier haben wir noch ein bisschen trinken. Aber wir haben nichts zu essen jetzt, ne? Ach, herrje. Haben wir. Ja, Stöcke haben wir. Machen wir das Ganze so ein Basic Fire. Zünden das mal direkt an. Und brennst da mal gleich mal ein Fleisch. Haben wir das schon mal. So. Dann haben wir drüben bei uns gleich noch etwas. Vielleicht, wenn unser Käfig mal was gefangen hat.
Aber bisher geht's. Es läuft alles noch ziemlich friedlich ab. Wir haben noch nie so eine Bedrohung, dass wir jetzt gleich sterben. Na gut, das stimmt, aber glaube, dass wir in Flammen waren. Und am Anfang war ein bisschen Action. So, und Essen. Super. Wir sind gut dabei, Leute. Gut dabei. Jetzt können wir uns auch leisten zu sprinten. So, besondere Sachen ja noch für... Oh, was haben wir hier? Ist auch eine Höhle, ne? Okay. Kann ich dich... Theoretisch kann ich ja hier nur ein unfertiges Ding platzieren, um zu markieren, dass hier was ist, ne? Voll schlaue Idee. So. Gleich mitnehmen, damit wir wieder Stöcke haben, falls wir nochmal gleich was machen müssen. Bleiben Sie bitte hier. Hier, wir brauchen Ihr Fleisch. Eieieiei. Was mich auch noch mal kurz interessieren würde im Survival Buff, wir haben ja jetzt so einen Topf gekriegt, ne? Können wir. Was können wir mit dem Topf machen? Können wir damit auch. Können wir es auch als Wasserbehälter nutzen? Hier? Weil ich sehe jetzt noch nicht so viel, wir einen Topf brauchen. Guck mal, da gibt's Treppen. Ah. Wege, aha. Na, ist sicher ein bisschen zu spät. Ah. Ein Set Collector. Müssen wir mal schauen, was du mir bringst. Auf jeden Fall. Können wir nicht drumherum uns eine Schildkröte zu suchen. Ah, guck mal hier. Diese Koffer können wir nochmal aufmachen. Weil die Schildkröten lassen sich auch wieder so schwer töten, ne? Ja, alles, was wir nicht brauchen, lasse ich mal drin liegen, ne? Hey, du Lizard, ich will dich haben. Na, 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 na. Ja, komm, ihr seid wieder so Viecher hier. Ich krieg ich wieder nicht, ne? Davon kann ich nur wieder träumen. Ich hab mich alle aufgemacht, ne? Boah. Aber hier sind auch keine Gegner, gerade weit und breit, ne? Das ist auch schön.
Da. So, da hinten haben wir Eisberg und da hinten haben wir eine Siedlung von denen, Dorf, whatever. Auf jeden Fall irgendetwas, was die gebaut haben. Oder doch nicht? Es gab doch so ein Gebiet. Es dürfte hier ungefähr sein, wo sie ein paar Gebäude stehen hatten. Genau, und dann wollte ich hier schauen, ob man hier was Geiles looten kann. Ich dachte, das wäre hier. Aber egal, da hinten ist ein anderes Dorf. Okay. Also wir kontrollieren jetzt noch kurz, ob wir was im Dorf finden. Und dann, ja, gehen wir nochmal in die andere Richtung, um was zu erkunden. Die Gegend kommt mir so bekannt vor. Kann sein, ich damals. Ach stimmt, der hat die Season 1 gebaut, kann das sein? Ja, ist da nicht in dem Berg noch eine Höhle? Es muss doch eine Höhle sein, wenn hier Season 1 gebaut war. Hier war doch mal so ein Höhleneingang. Oder nicht? Vielleicht vertue ich mich hier auch. Wir können es ja so sehen, solange diese ganzen Viecher nicht da sind. Nevermind. Nevermind. Sie sind da. Aber hier sind wieder Koffer. So, Fleischer Inventar, dass wir gleich nochmal was essen können. Wollte ich nämlich mit. Stoff nehmen wir auch mit. Schokoriegel, auch geil. Ach, hey. Ich kann ich jetzt nicht mal nehmen. Okay. Gab es hier noch was Besonderes auf dem Schiff? Seile gab es hier. Hallo? Aha. Wieso soll ich in den Boden küssen? Hier wäre auch eine geile Gegend zu bauen. Sieht auch ziemlich sicher aus. So. Hier jetzt noch mal ein Basic Fire hin. Denn wir haben ja hier noch mal so ein Fleischstück. Was wir gleich noch mal brennen. Hey, wir können Geld da reinschmeißen. Ach ja, Geld vielleicht, um das Ding anzuzünden. Okay. Wo liegt denn hier mein Fleisch? Ja, da liegst du. So, jetzt haben wir kurz unser Pac-Man da angezeigt wird. Das essen wir kurz, dann gehen wir zurück at home. Nice.
Und wenn es beim nächsten Mal Tag ist, gehen wir in die andere Richtung. Glaubt ihr, dass auf den Dingern irgendwas drauf ist? Ich bezweifle es irgendwie, aber wir können ja mal überprüfen. Doch, doch, da ist was drauf. Hey, wake up. Hey, wake up. Alter, was spammt ihr? Ich muss mal kurz minimieren. So, servus, willkommen zurück. Zurück. Ich weiß gar nicht, ob es ein Cut war oder das schien als der Folge. Ja, also die Pause war jetzt lang. Okay, nice, Medizin. Oh, kann ich nicht aufsammeln. Wir gehen nochmal runter. Oder ist das ein Fisch? Ich möchte gerne. Können wir die Enten töten? Ja, egal. Wir gehen erstmal zurück at home. So, wie gesagt, es ist jetzt. Ich weiß nicht, wo wir waren letztes Mal. Es sind ja, ein paar Stunden vergangen. Und ja, war interessant, was da so passiert ist auf TS. Okay, gut. Jetzt haben wir ja ein bisschen geguckt, ob wir irgendwas finden, trinken, essen oder sowas in der Art. Und mit Erfolg, denke ich mal. Oder was haben wir so? Ach ja, hier. Haben wir was bekommen und so. Wir haben so ein Dings hier bekommen. Wir müssen mal gucken, wofür wir das brauchen. Wir gehen zurück at home. Genau so war es. Nächtigen eine Runde. Und genau, eine Nacht nächtigen. Und sobald wieder Tag ist, gehen wir mal in die andere Richtung erkunden, dann versuchen in der Richtung von Season 2 zu gehen. Genau. Hat nur Stöcke, aber gab es nicht noch so einen Stock, mit dem man so angeln kann? Genau, ein Speer. Lauf mal zurück. Ich bin überrascht, dass hier unterwegs uns nichts angreift. Oh Gott, meine Ausdauer. Muss mich mal ein bisschen schonen. Also wie weit bin ich denn gelaufen? Oh, guck mal, was wir hier haben. Setzen wir hier hin. Wir wissen mal direkt, dass hier irgendwas ist. So. Wird schon Nacht. Komm schon, wir dürften bald zu Hause sein. Okay.
hoffe nur, dass wir bald da sind. Ich will jetzt hier nicht in irgendwelchen Sachen, die verwickelt werden. Ich will auch nicht um mein Überleben kämpfen müssen. Ah, okay. Nice. Unser Home. Home, sweet home. Und wir speichern hier. Wie viel haben wir überlebt? 3 Tage. Nice. Okay. Wir wissen nicht, dass wir hier sind. Hä? Was machen die da? Hallo? Was ist da für ein Geräusch? Hä? Woher? Hä? Woher wissen die? Okay, Lichter machen wir jetzt nicht die schlauste Idee. Mach mal aus. Können wir ausschlafen? Woher weiß er, dass wir hier sind? Wir haben nichts zu essen, da oder was? Ah, müssen wir jetzt also das essen, okay. Und wahrscheinlich haben sie gegen das Holz geschlagen. Oh Gott, nicht, dass es ja alles hier kaputt geht. Ja. Hier unten ist ja unsere Ruhestätte. Oh jo. Machen wir. Soweit Tag ist, speichere ich mal, denke ich mal, und mache dann mal die Folgen soweit fertig, wie weit ich komme.
Und? Okay, es ist Tag. Dann speichern wir es nochmal, dass wir den, dass wir es überlebt haben. Dann danke fürs Zuschauen. Tschüss, ja rein. Euer Hiroki. Ciao, ciao.